Ingenieure und die Betriebsleitung, das Management und die Reisemonteure einer ganz normalen Erfurter Firma konkurrierten um die besten Lösungen mit der Konkurrenz von Cori in Berlin, die besten Lösungen für Leichenverbrennungsöfen, in denen Menschen wie Tierkadaver oder Industriemüll verbrannt worden sind. Und um noch mehr dieser Öfen abzusetzen, hat man auch die Technik für die Gaskeller optimiert. Und dann gibt es die Konkurrenz der einen Firma mit anderen Firmen und es gibt die Konkurrenz innerhalb der Erfurter Firma um diese besten Lösungen. Und das Erschreckende ist, das waren nicht nur engagierte, bekannte Nazis mit Parteimitgliedschaft, sondern wir stellen fest, diese Spezialisten dort vor Ort, drei Ingenieure, einer war Mitglied der NSDAP, zwei waren es nicht. Das brauchte es gar nicht. Und das ist auch der Zusammenhang, den wir hier wieder haben. Wir werden viele Leute laufen, die wir in Suhl bei Sugida schon kennengelernt haben, laufen oder stehen. Vielleicht gibt es ja auch andere, die sich ihnen in den Weg setzen, wer weiß das. Aber bekannte 350 polizeibekannte Nazis, das war die Aussage des Suhler Polizeichefs, vorneweg und hintenher marschierten dann mehrere hundert ganz normale Bürger und Bürgerinnen, die von sich sagten, ich bin ja kein Nazi, aber ich habe ja nichts gegen Ausländer, aber warum denn hier? Und wir stehen hier, um allen Leuten klarzumachen, damit kommt ihr nicht durch. Wer rassistische Thesen vertritt, ist Rassist, egal ob man ein Aber dranhängt oder nicht. Es ist ganz wichtig, wir werden diese Unterscheidung hier nicht mitmachen. Und wir werden darauf bestehen, dass wir uns hier versammeln, weil wir ernst machen wollen mit der Menschenwürde, die unantastbar ist. Und das heißt, Demokratie ist nicht bequem, sie kann nie bequem sein. Deswegen danke für alle, die hier stehen. Dann müssen wir auch Gesicht zeigen und Stimme erheben, um die zu schützen, die hier in der Hausnummer 76, 77 Zuflucht gefunden haben. Aber auch um den anderen zu zeigen, wir sind hier, um Demokratie und Unantastbarkeit der Menschenwürde zu schützen. Denn Menschenwürde und alle logisch daraus folgenden, implizit schon enthaltenen Grundrechte gelten für alle oder sie gelten eben für niemanden. Dann sind sie ein Privileg. Und sie sind kein Privileg, sondern sie sind unantastbares Recht. Und das ist der Punkt, weshalb wir hier stehen. Die anderen sind angeblich unterwegs, um das Abendland zu verteidigen. Ich habe hier sehr viele liebe Menschen gesehen, die vom Abendland einiges verstehen und einiges mehr verstehen. Erstens, Abendland gibt es nur im ständigen Austausch mit Morgenland. Und das, was das Abendland gerade normativ prägt, das kommt aus dem Morgenland. Abendland ist ohne Jerusalem nicht denkbar. Abendland ist aber auch, da gibt es ja auch viel Bashing im Moment, ohne Athen nicht denkbar. Ohne das kritische Nachfragen, das Resonieren, das Philosophieren und Abendland ist auch ohne die Suche nach Rechtsförmigkeit, ohne Rom nicht denkbar. Aber Abendland sollte auch nie mehr denkbar sein, ohne dass es selbstreflexiv wird. Dass man eben, und da sind wir wieder bei der Firma Topf und Söhne, dass wir erkennen, Aufklärung und Moderne sind gut und wichtig, aber halbierte Moderne, die die technische Moderne dann umfasst und vorantreibt, aber keinen Rahmen kennt, keinen normativen Rahmen kennt, das kann es nicht sein, denn dann hebt sich genau das auf, dann haben wir es mit dem zu tun, was Adorno und Horkheimer die Dialektik der Aufklärung genannt haben. Deswegen wollen wir hier stehen und so etwas wie praktische Vernunft auch wirklich werden lassen. Denn Vernunft ist überhaupt etwas, das gibt es immer nur öffentlich. Vernunft ist öffentlich oder sie ist nicht. Und die Öffentlichkeit selber muss vernünftig sich organisieren,
nicht, dass eine Scheinöffentlichkeit entsteht, der demonstrierende und marschierende Horden, die ihre Angst vor der eigenen Verantwortung, ihre Angst vor der eigenen Freiheit verpacken in den Hass aufrufen auf andere. Also vorhin wurde ich gefragt, warum sind Sie hier? Weil wir heute Anlass haben, tatsächlich das zu verteidigen, was uns alle verbindet, so unterschiedlich und vielfältig wir gerade sind. Die Spielregeln, die wir brauchen, um ohne Angst verschieden sein können. Ein wunderbarer Satz von Adorno, der auf den Punkt bringt, was eigentlich eine politische Sehnsucht wäre und was auch durchaus zu realisieren wäre, ohne Angst verschieden sein können. Deswegen brauchen wir Umgang miteinander, der weit über die Toleranz hinausgeht. Toleranz ist dulden und dulden heißt auf Dauer beleidigen, da hatte Goethe recht. Wir brauchen Neugier, wir brauchen Interesse, wir brauchen Gespräch. Und deshalb werden wir ja hier nicht nur sein, um zu demonstrieren, sondern wir werden wiederkommen, und etliche sind hier schon gekommen, und werden Beziehungen aufbauen, werden Gespräche führen, werden tatsächlich mit Menschen, die hier ihr Leben gerettet haben, auf Flucht, als Ergebnis von Vertreibung, werden sie mit hier hineinholen in unsere Lebenswelt und dadurch selber unglaublich viel profitieren. Dieses winzige Leben, das wir als Einzige hier auf Erden haben, können wir nur dadurch steigern und groß machen und bunt machen, indem wir mit möglichst vielen ganz unterschiedlichen Menschen reden. Und nicht immer nur mit denen, die schon unseresgleichen sind. Dann werden wir nämlich in die Lage kommen, uns in die Perspektiven von anderen zu versetzen, und das erweitert das eigene Ich. Das war übrigens auch das Geheimnis von solchen wunderbaren, unverwechselbaren Leuten wie Goethe. Der las alles, was spannend war zu lesen, und geht ganz souverän mit Abendland und Morgenland um, und daraus entsteht dann der ostwestliche Divan. Was wäre Goethe, wenn er nicht Hafez gelesen hätte? Was wäre Goethe, wenn er nicht genau dieses Kästchendenken überwunden hätte? Und genau so wurde er unverwechselbar und einmalig. Und das ist genau die Einladung zu Abendland im besseren Sinne, die wir aufnehmen würden. Und die hat überhaupt nichts mit diesem Abendlandsgequatsche zu tun. Genauso wenig wie die ganz pervers die Neonkreuze in Nationalfarben, die Pegida in Darmstadt mitgeschleppt hat, irgendetwas mit dem Christentum zu tun hätte. Das ist der zweite Bezugspunkt. Dort habe ich bei unserer Transparent der Martin-Niemöller-Stiftung hängen, Streiten für den Menschen. Martin Niemöller ist deshalb ein ganz spannender Punkt, ein spannender Anknüpfungspunkt, weil er einen langen Weg hinter sich gebracht hat. Also theologisch liegt mir Dietrich Bonhoeffer viel, viel näher. Aber der hat von Anfang an in diesen Fragen richtig getickt und hat ganz früh gesagt, nur wer für die Juden schreit, der darf auch gregorianisch singen, und nur der oder nur die. Während Martin Niemöller kommt aus deutsch-nationalem Elternhaus, wird U-Boot-Kapitän im Ersten Weltkrieg, patriotisch, national, bis sonst wohin. Und erst dadurch, dass er dann zum Pfarrer wurde und der nationalsozialistische Staat in Anführungszeichen, weil das eigentlich gar kein Staat war, da hatte Fritz Bauer recht, ein Staat, der die Rechtsidee selber aufhebt, ist eigentlich gar kein Staat, sondern ist sozusagen eine riesige Mörder, ein wohlorganisierter Mörderhaufen. Aber in der Situation verteidigte Niemöller seine Kirche vor staatlichen Übergriffen. Und dann wird er verhaftet, dann geht es in die Festungshaft, danach geht es in das Konzentrationslager. Und dann kommt der Niemöller, den wir kennen, der im Konzentrationslager dann Kommunisten, Gewerkschaftler, Sozialdemokraten,
rassisch verfolgte, also Juden und Roma und Sinti kennenlernt. Und er dann diese berühmten Sätze, die es in vielen Variationen gibt, sagt, also die Kommunistenhoden habe ich geschwiegen, ich war ja kein Kommunist. Also die Gewerkschaftlerhoden habe ich nicht protestiert, ich war ja kein Gewerkschaftler und so weiter. Entscheidend ist der letzte Satz, als sie mich holten, war keiner mehr da, der noch hätte demonstrieren können. Deswegen ist es so wichtig, dass wir heute hier stehen, vor den Flüchtlingen, denen wir zeigen, die da versuchen zu demonstrieren, vorbeizumarschieren und Angst zu sehen, denen werden wir widerstehen. Aber wichtig ist eben auch, dass wir uns klar machen, wer immer angegriffen wird. Also wenn es vor eine Moschee geht, dann sind wir Muslime. Wenn es vor eine Synagoge geht, dann sind wir Juden. Wenn es vor eine Schwulenkneipe geht, dann sind wir homosexuell. Und so weiter und so fort. Das müssen diese Leute lernen. Sie werden mit unserem Widerstand zu rechnen haben, wann immer sie glauben, sie könnten eine Mehrheit auf ihre Seite bringen, wenn es gegen irgendeine Minderheit geht. Keine Minderheit darf preisgegeben werden, sonst ist die Idee der Unantastbarkeit der Menschenwürde selber preisgegeben und in Gefahr. Und egal, ob wir die nun herleiten aus der abrahamitischen Tradition, aus der Gottebenbildlichkeit, die Menschen, die sich glaubend an die Texte der hebräischen Bibel dann wenden, was für die heißt, die menschliche Person ist heilig und keiner von uns darf definieren, wer gehört dazu und wer nicht. Wie man zum Beispiel bei meiner Tante Ursula mal definiert hat, als geistig Behinderte wurde sie ermordet. Und das ist keine alte Geschichte, denn 29% laut Thüringen-Monitor sind hier in Thüringen der Meinung, man müsse doch zwischen wertvollem und unwertem Leben unterscheiden. Diese Unterscheidung gab es schon. Und genau diese Unterscheidung werden wir nie und nie mehr zulassen. Und egal, wer da als neue, dämonisierte Hassfigur aus dem Hut gezaubert wird, wer in merkwürdigsten Verschwörungstheorien an allen schuld sein soll, das braucht unsere Gegenrede, da brauchen wir Aufklärung, sozusagen Athen. Da brauchen wir die Erinnerung an die großen Geschichten von selber verfolgt sein. Das wäre der Bezug auf hebräische Bibel, sogenanntes Altes Testament, auf das Neue Testament, aber auch auf ganz wichtige muslimische Texte. Aber dazu brauchen wir die philosophische, die kritische, die wissenschaftliche Tradition gegen Verschwörungstheorien. Und dazu brauchen wir die Erinnerung an die Verbrechen der Nationalsozialisten, die jetzt wieder wegdefiniert werden sollen von Auschwitz-Leugnern oder die jetzt sogar wieder direkt hervorgeholt werden. Denn die Leute, die hier marschieren, also zentrale Figuren der Sugida, Tommy Frank, dieser sogenannte Bürgerinitiative Zukunft Hildburghausen, wenn man sich die Facebook-Seite anschaut, die Bezugnahmen auf Ku Klux Klan, die Bezugnahmen auf Lynchjustiz, das Lächerlichmachen über die Ermordeten in den Gaskellern, der Aufruf, Bürgerwehren zu organisieren, die faktisch die Lynchjustiz legitimieren, genau das spricht Bände und dann merken wir die wichtige Zurückerinnerung an die Verbrechen der Geschichte. Das haben wir lange gemacht, weil wir sagten, wir schulden es den Opfern, wir schulden es den Ermordeten. Aber wir müssen selber verstehen, wie war das möglich. Aber jetzt kommt noch zusätzlich hinzu, wenn wir verhindern wollen, dass sich so etwas wieder zusammenbraut, dann müssen wir genau diese Erinnerung jetzt ins Spiel bringen und den Menschen zeigen, wir sind nicht mehr wie 1932. Viele, die den Kopf schüttelten, die entsetzt waren, was auf den Straßen passierte, aber noch denken konnten, das wird sich ganz schnell von selber erledigen. Mit diesen Leuten ist kein Staat zu machen, sagt in einem wunderbaren Gedicht von Erich Kästner, was Detlef Kobal uns
vor wenigen Wochen auf dem Domplatz vorgelesen hat. Ja, 1932 konnte man denken, mit diesen Menschen ist kein Staat zu machen. Es war kein Staat zu machen. Aber mit diesen Menschen war dieser Krieg zu machen, mit diesen Menschen waren diese Vernichtungslager zu machen, weil sie nicht alleine blieben, weil die Spezialisten, die Wohlausgebildeten, die die Karriere machen wollten, die sich freuten, dass ihre Konkurrenten aus den entsprechenden Positionen plötzlich weg waren, oder die, die sich freuten, als sie Häuser, Pelzmäntel oder sonst was zum Schnäppchenpreis kriegen konnten, weil die ganz schnell mitmachen. Auch die, die 1932 noch die Nase gerümpft haben. Deswegen jetzt hier stehen, hier bleiben, Nein sagen und beim nächsten Mal noch ganz viele Nachbarn, Kollegen, Kommilitonen und so weiter mitbringen, damit klar ist, wenn die schreien, wir sind das Volk, dann sind sie als Lügner von vornherein, da haben sich selber gebrandmarkt. Wir sind nicht das Volk, das ist gar nicht unsere Denkweise. Wir sind die vielen Einzelnen, die Unvertretbaren, die wissen, dass jedes einzelne Individuum unvertretbar und einmalig ist und wir alle eine Gesellschaft brauchen, eine Zivilisation brauchen, die uns gerade in unserer Verschiedenheit und Unterschiedlichkeit schützt. Vielen Dank.